Als die große Armee der Republik über die gesamte Galaxis verteilt wurde, wurde auch eine Division zum Schutz auf der republikanischen Hauptstadt Coruscant stationiert. Sie hatten keine Nummer wie die 212., 501. oder 327. Stattdessen wurden sie einfach nur die Coruscant-Wachen genannt und bestanden aus mächtigen Elitesoldaten, den Schocktruppen. Im Gegensatz zu vielen anderen Klonlegionen mussten sie sich nur selten die Hände schmutzig machen oder irgendwo in der Wildnis einen Schlafplatz finden, denn die Einsätze in der Hauptstadt ließ sie meist in ihren gemütlichen Baracken übernachten, weswegen sie nicht gerade einen beliebten Ruf unter ihren Brüdern hatten. Ihre Hauptaufgabe war es, Regierungsgebäude und die wichtige Infrastruktur von Coruscant zu schützen und nahmen dabei auch die Rolle als Leibwächter für Mitglieder des Galaktischen Senats oder den obersten Kanzler Palpatine ein. Ihren ersten Einsatz hatten sie, als der Sohn von Verbrecherboss Jabba dem Hutten entführt wurde, und zwar als Padme Amidala bei Jabbas Onkel Zero, welcher einen Nachtclub auf Coruscant betrieb, um Hilfe bitten wollte. Stattdessen aber verraten und gefangen genommen wurde, da Zero mit Count Dooku und somit auch den Separatisten und den Entführern unter einer Decke steckte. Hier waren es Commander Fox, der Anführer der Coruscant-Wachen, über welchen wir später noch eine Menge reden werden, und seine Schocktruppen, die die Senatorin befreiten und Zero gefangen nahmen. Aber nur weil die Coruscant-Wachen hauptsächlich auf der Hauptstadt eingesetzt wurden, heißt das nicht, dass sie den Planeten nicht verlassen durften. Ganz im Gegenteil. Selten aber doch verlangten, eigentlich immer diplomatische Missionen, dass sie den Planeten verlassen mussten. Ein Beispiel wäre Yodas diplomatische Mission nach Rugosa, um den König der Toydarianer für die Republik zu gewinnen, welche jedoch durch einen Angriff von Ars Avengers überschattet wurde. Diese Reisen und Missionen außerhalb von Coruscant kamen aber meist nur zustande, da sie irgendwelche wichtigen Politiker oder Senatoren begleiteten. So schloss sich Commander Stone und ein Squad seiner Truppen Senator Karus an, welcher mit Lösegeld in Form von Spice nach Florum reiste, da Piraten dort Count Dooku gefangen genommen haben. Doch ihr Shuttle wurde von einer weiteren Piratenbande abgeschossen, wobei der Pilot sowie Senator Karus getötet wurden, was neben den Klonen als ranghöchstes Mitglied niemand Geringeres zurückließ als Junior-Abgeordneter Jar Jar Binks. Nur kurz nachdem sie die Verstorbenen beerdigt hatten, wurden sie von den abtrünnigen Piraten überfallen, welche das Spice stahlen. Während Commander Stone es vorgezogen hätte, auf Verstärkung zu warten, wollte Abgeordneter Binks aber weiter vorrücken. Und da er nun mal die ranghöchste Position hat, musste Stone Jar Jars Befehlen gehorchen. So konnten sie das Spice sogar zurückerlangen und wurden dann von einem republikanischen Schiff gerettet. Aber schnell wieder zurück in die Hauptstadt, denn so Außeneinsätze sind nichts für die Schocktruppen. Man darf sich die Coruscant-Wachen aber nicht wie eine einfache Polizei vorstellen, denn diese Aufgabe wird auf dem Stadtplaneten meist von Droiden übernommen. Die Schocktruppen sind schon Spezialeinheiten, welche dann von den Droiden alarmiert werden. Zum Beispiel als die Herzogin von Mandalore, Satine Kreese, verdächtigt wurde, den Angehörigen des Geheimdienstes der Republik Davor Golak ermordet zu haben, was aber eigentlich auf die Death Watch zurückzuführen war. Denn zuerst wurde sie auch nur von Polizeidroiden verfolgt, bis ein Sondendroide dann den Schocktruppen Bescheid gegeben hatte. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wie gut sie diese Aufgabe so allgemein machen, denn dass sie direkt an Satine vorbeigehen und sie nicht erkennen, zeugt nicht gerade von Kompetenz. Im Endeffekt konnte Satines ehemaliger Geliebter, oder sagen wir eher Schwarm, Obi-Wan Kenobi, ihr aus der Patsche helfen. Denn ihre Mission war es eigentlich zu verhindern, dass Mandalore von der Republik besetzt wird, da sie wollte, dass ihre Heimatwelt unabhängig bleibt, was schlussendlich auch gelang. Eine der kritischen Aufgaben der Coruscant-Wachen, noch zu Beginn des Krieges, war die Geiselnahme von einigen Senatoren durch die Hand von Kopfgeldjäger Cad Bane, welcher dadurch die Freilassung von Zero dem Hutten erzwingen wollte, da er die Senatoren ansonsten töten würde. Einen nach dem anderen. Zudem hatte er auch obersten Kanzler Palpatine sowie Senator Orn Fritar im Büro des Kanzlers eingeschlossen, wobei Fritar als Geisel im direkten Austausch für Zero herhalten musste. Der Hut wurde dabei von Coruscant-Wachen aus dem Gefängnis eskortiert. Zeitgleich retteten Commander Fox und einige seiner Truppen, wenn auch in einem etwas übertriebenen Manöver, Palpatine aus seinem Büro, wodurch der Kanzler die Botschaft übermitteln konnte, dass die Ganoven mit Zero gehen sollen, um das Leben der gefangenen Senatoren zu retten. Einige der Schocktruppen waren auch bei der Ankunft von der Mission auf Lola Sayu anwesend, um die Überlebenden zu empfangen. Ihr wisst schon, das war die Mission, wo sie Tarkin und Even Peel aus der Zitadelle gerettet haben, wobei der Jedi jedoch am Ende leider sterben musste. Auf Coruscant bemannten die Schocktruppen aber nicht nur Positionen in der Nähe der Politik, sondern auch ganz einfach im Gefängnis. So benutzten sie meist Elektrostäbe und Betäubungsschüsse, um Aufständische niederzuschlagen, schreckten aber nicht davor zurück, wenn es ihr Befehl von ihnen verlangte, dabei tödliche Gewalt einzusetzen.
Die umfangreichste und schwierigste Mission, in die sie jemals involviert waren, war nicht die Order 66, dazu kommen wir später noch, sondern die Bombardierung des Jedi-Tempels und alles, was danach geschah. So mussten sie, ausgestattet mit extra Schutzausrüstung, die Haupteingänge des Jedi-Tempels schützen, um das Vordringen von Demonstranten zu verhindern. Sie waren es auch, die Ahsoka Tano im republikanischen Zentrum für militärische Operationen festgehalten haben, da man ihr den Tod von Letta Tormund, einer Gefangenen, die in den Anschlag verwickelt war, zugeschrieben hatte, weswegen Ahsoka wegen Mordverdachts verhaftet wurde. Die Coruscant-Wachen verweigerten sogar Anakin Skywalker den Zutritt, als er seine Padawan sehen wollte. Ahsoka versuchte, aus der republikanischen Militärbasis zu fliehen, nachdem ihr der Angriff und die Tötung mehrerer Schocktruppen angehängt worden war. Was folgte, war eine Verfolgungsjagd über die gesamte Anlage, wobei die Coruscant-Wachen versuchten, Ahsoka einzufangen, doch sie wich den Truppen aus und floh in die unteren Ebenen von Coruscant. Sowohl die Schocktruppen als auch der Coruscant-Sicherheitsdienst suchten in den unteren Ebenen nach Ahsoka, bis sie zusammen mit Asa Ventress von einem Trupp unter der Führung von Klonkommander Wolf aus der 104. Legion gesichtet wurde. Trotz ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit wurden die Klone von den beiden mit Leichtigkeit entwaffnet und überwältigt. Wolf und seine Schocktruppen setzten ihre Suche nach der Tokruta fort, die sie in einem Lagerhaus mit belastendem Beweismaterial im Zusammenhang mit dem Angriff auf den Jedi-Tempel fanden. Es gelang ihnen, Ahsoka mit Betäubungsschüssen außer Gefecht zu setzen und brachten sie zurück zu ihrem Stützpunkt. In weiterer Folge wurde Ahsoka dann zu ihrem Prozess gebracht, doch bevor die Verhandlung endete, betrat Anakin Skywalker zusammen mit den Jedi-Tempelwachen und Barriss Offee den Gerichtssaal, welche das Verbrechen, welches eigentlich Ahsoka zugeschrieben wurde, gestand. Woraufhin Barriss von Schocktruppen und Tempelwächtern aus dem Raum eskortiert wurde. Fives, ein ARC-Soldat der 501. Legion, wurde im Rahmen einer Untersuchung über die Inhibitor-Chips, die allen Klontruppen implantiert wurden, in die medizinische Einrichtung der Großen Armee der Republik of Coruscant gebracht. Bei seiner Ankunft waren Coruscant-Wachen stationiert, die die Ehrengarde von Kanzler Palpatines Sicherheitstruppe ergänzten. Es kam zu einem Handgemenge zwischen Fives und den Wachen des Kanzlers, wobei Palpatine Fives beschuldigte, ihn angegriffen zu haben. So floh der Klon aus der Einrichtung, nachdem er erfahren hatte, dass seine Brüder darauf programmiert waren, ihre Jedi-Offiziere zu verraten und zu töten. Coruscant-Wachen sollten daraufhin den flüchtigen Klon jagen. Einer der Orte, die sie durchsuchten, war die Klonbar. Ihre Ankunft veranlasste Fives zu gehen, aber nicht bevor er von einem Beobachtungsdroiden identifiziert wurde. Sie verfolgten Fives so weit, dass Commander Fox und seine Truppen ihn zur Rede stellten und ihn aufforderten, sich zu ergeben. Doch dieser richtete eine Blasterpistole auf Fox, der jedoch zuerst schoss und so den ARC-Soldaten tötete, bevor er seine Behauptung über ein Komplott gegen die Jedi beweisen konnte. Nur kurze Zeit später trafen sich Vertreter der Republik und der Separatisten auf dem Planeten Scipio, um einen neuen Anführer für den intergalaktischen Bankenclan zu bestimmen. Senatorin Padme Amidala reiste als Vertreterin der Republik nach Scipio, begleitet von einer Garnison der Coruscant-Wachen unter der Führung von Commander Thorn. Natürlich versuchten die Separatisten, dieses gesamte Zusammentreffen zu manipulieren und wollten den Planeten besetzen. Commander Thorn bemerkte dies und befahl Padme Scipio so schnell wie möglich zu verlassen. Für ihn und seine Truppen war jedoch keine Zeit mehr. Die Droiden begannen, einen Klon nach dem anderen zu töten. Thorn war der letzte übrig gebliebene Kämpfer und gab wirklich alles. Jedoch war er zahlenmäßig sehr unterlegen. Dabei wurde er auch mehrmals getroffen, bis er schließlich von einem Kommandodroiden getötet wurde. Diese Aktion veranlasste den Galaktischen Senat, weitere Truppen unter dem Kommando von Anakin Skywalker auf den Planeten zu senden, und nach der Schlacht übergab der Senat die Kontrolle der Banken in die direkte Kontrolle von Obersten Kanzler Palpatine. Und als dieser, welcher insgeheim der Sith Lord Darth Sidious war, die Order 66 ausrief, welche alle Jedi als Verräter der Republik erklärte, griff eine kleine Truppe an Schocktruppen Ahsoka Tano an Bord der Tribunal an, welche sich eigentlich auf dem Kreuzer befanden, um die 332. bei der Gefangennahme von Darth Maul zu unterstützen. Besonders erfolgreich waren sie jedoch nicht. Darth Maul konnten sie übrigens auch nicht aufhalten. Ansonsten nahmen die Coruscant-Wachen während der Order 66 eine eher unterstützende Rolle unter der Führung von Commander Fox ein, denn den Jedi-Tempel säuberten ja Anakin und die 501. Dennoch kamen sie zu Hilfe, als Jedi-Meister Calran Beck der 501. zu entkommen drohte. In den Monaten nach dem Ausruf des Imperiums hatten die Coruscant-Wachen die Aufgabe, die Ebenen von Coruscant zu patrouillieren und die Identitäten der Bürger ständig zu überprüfen. Als dann aber die überlebende Jedi-Meisterin Jocasta Nu zum Jedi-Tempel zurückkehrte, begegnete sie Commander Fox und einigen anderen Schocktruppen, wobei sie einen Gedankentrick benutzte, um an ihnen vorbeizukommen.
Als sie dann doch im Jedi-Tempel entdeckt wurde, befahl Vader den Coruscant-Wachen, das gesamte Gelände zu sichern, woraufhin Fox zwei ganze Kompanien einsetzte. Eine überlebende Jedi hatte scheinbar eine ganz hohe Alarmstufe. Die Schocktruppen schossen auf Sicht auf Jocasta, jedoch auch auf Vader, denn Fox hatte ihnen zwar erklärt, wie ein Jedi aussieht, nicht jedoch ein dunkler Lord der Sith. Obwohl Fox das Feuer sofort einstellen ließ, wurde er direkt von Vader getötet. Ein wirklich unwürdiges Ende für einen der hochrangigsten Klone, der einst der Armee der Republik gedient hatte. Monate nach der Zerstörung der Klonanlagen auf Kamino begann der imperiale Senat mit der Abstimmung über ein neues Rekrutierungsgesetz für die imperiale Verteidigung, welches eigentlich nur darauf abzielte, die Klone im Militär durch Menschen zu ersetzen. Paradoxerweise waren genau bei diesem Event Klon-Schocktruppen anwesend, um die Sicherheit zu gewährleisten, wo schlussendlich beschlossen wurde, dass sie ausgedient haben. Dieser Prozess nahm jedoch etwas mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich gedacht, weswegen die Schocktruppen direkt danach noch im Dienst blieben. So durchsuchten sie auch das Haus von Orphek, welcher ein späterer Akolyt von Ferren Barr werden und eine Rolle bei der Invasion von Mancala spielen sollte. Selbst 5 Jahre nach dem Beschluss des Rekrutierungsgesetzes waren immer noch Klon-Schocktruppen auf Coruscant stationiert und wurden in eine Verfolgungsjagd mit Darth Vader und 2 abtrünnigen Inquisitoren involviert. Naja, die Mühlen des Imperiums mahlen nun mal langsam. Deswegen habe ich euch hier rechts noch ein Video über eine Jedi, die sich in einen Klon verliebte und das Republic Commando verlinkt. Abonniert gerne den Kanal und vielen Dank fürs Zuschauen. Möge die Macht mit euch sein.